Moin, moin, heiße ich euch alle und willkommen zu FIFA Let's Play FIFA 15. So sieht's aus, ja. Ja, da kann ich eine Sache mal so ja sagen, denn ich hatte was gepostet. Ja, erstmal hier wieder. Könnt ihr auch mal hier sonst mal kurz schauen. Ich habe hier was gepostet für den einen oder anderen. Und okay, hier VfR Aalen. Ja. Ich hatte gepostet vor rund 3 Tagen. Okay, endlich ein Torwart. Ja, ist auch eine Option. Vor 3 oder 4 Tagen. Und zwar hier, genau, Hartmann. Bleibt in der Startelf, ein Like, sonst ein Dislike. Es liegt daran, dass ich dieses Spiel gegen den SC Freiburg schon versucht habe aufzunehmen, aber irgendwie, ja, Aufnahme nicht so ganz das realisiert hat. Und dementsprechend fehlt jetzt der Teil, dass wir hier jetzt das posten. Und ich war dann einfach ein bisschen zu faul, um das jetzt direkt danach zu machen. Hab das erstmal pausiert und dementsprechend 3 Tage eher. Dementsprechend kann ich jetzt auf alles eingehen. Also, wir haben 4 Likes dafür. Wir sehen, diese 4 Leute sind stark dafür, dass wir Hartmann behalten. Und dieser hier ist dagegen. Und daher 4 Leute gegen einen. Das heißt, Hartmann bleibt in der Startelf. So, dann haben wir hier was Neues von dzocker033. Einen herzlichen Gruß, ein Danke dafür für diesen Ball. Und den werden wir wahrscheinlich eher weniger nutzen, aber trotzdem einen herzlichen Dank dafür. Und heute spielen wir dementsprechend gegen den SC Freiburg. Und das mit Hartmann. Und letztes Mal hatte ich dann auch bei dieser Aufnahme, die nichts geworden ist, und ihr wisst Bescheid, den Hartmann auch aufgestellt. Das Spiel ist 1:0 für uns ausgegangen durch, richtig, Hartmann. So, also von daher gucken wir mal, ob das jetzt ähnlich laufen wird oder ob das jetzt anders laufen wird. Es ist schließlich 3 Tage her. Für mich, also für mich 3 Tage her, für euch eigentlich gestern. Und ja, so kann das laufen. So, also sonst würde ich mal sagen, lassen wir eigentlich alles so, wie es ist. Weil Änderungen, wenn das, also ganz ehrlich, wir haben 3-0, wir haben 4-0 gewonnen als letztes gegen den FSV Mainz 05. Warum es ändern? Warum ändern, wenn es geklappt hat? So, zwischendurch schaue ich mal immer mal wieder auf die Aufnahme-Dings hier. Also nicht wundern, weswegen dann immer mal zwischendurch so Hänger ist. So ein Denkanstoß-Hänger, so von wegen so, ja, da hat jetzt... Das war abseits, ja, das kannst du normalerweise sagen und ja, das tust du, sagst du auch normalerweise, aber wieso heute nicht? Ja, einfach damit ich das jetzt nicht zum dritten Mal, zum zweiten Mal, dritten Mal, vierten Mal, fünften Mal aufnehmen sollte, weil ich möchte das ja schon gerne alles so haben, dass ich ja nicht irgendwie gebrieft bin gegen das andere Team und ja. Aber es ist auch schön, dass Nieland hier so schön weit werfen kann. Ja, fast schon fantastisch. Aber ja, halt nur fast. Das wäre krass, wenn wir das echt hier durchs Werfen, alleine durchs Werfen hier, das Ding direkt abholen könnten. Ja, so ist es auch. Also es ist schon krass, ne? Weil schießen kann er nicht. Schießen kann er nicht. Apropos schießen kann er nicht. Vor kurzem habe ich einen Kommentar gelesen, so von wegen, ja, den ersten Teil waren qualitativ deutlich besser als die letzten. Ja, das ist vollkommen richtig. Wenn man sich aber nur die ersten 4 Teile sich anschaut und danach irgendwie aufhört zu schauen, ja, dann ist es echt schwierig. Weil ihr, die jetzt hier alt eingesessen sind, die sich sagen so, boah, ich habe hier also mindestens jeden Teil gesehen. Oder Teile gesehen, habe ich ja schon oft gesagt, so von wegen, ja, HD, würde ich ja schon gerne machen. Aber ja, da muss erstmal auch der Rechner hinhauen und alles Mögliche hinhauen und hinhauen. Wir werden das auf jeden Fall versuchen mit der, also ich werde es noch versuchen mit einigen anderen Let's Plays, einfach mal testweise, einfach mal hochladen, gucken, was passiert, ob die Aufnahme mit dem Ton synchron ist oder nicht. Und das war echt mies, aber das macht auch nichts. Trotzdem hätten wir das Ding geschafft und trotz alledem wären wir auf Platz 8 gelandet, also nur mit Werfen. Blupergeier auf 1. Willkommen aus der Bundesliga und damit herzlich willkommen aus Freiburg. Heute ist die Begegnung SC Freiburg gegen den FC Ingolstadt.
Ja, die Freiburger waren so gut wie abgestiegen und zack, am 34. Spieltag machen sie es noch und am 34. Spieltag, zack, sind sie gerettet. Heute heißt das hingegen, zack, die Rettung sollte mal fortsetzen und nicht durchreichen. Die Freiburger mit einem glänzenden Start in dieser Saison und danach stark nachgelassen. Beim FC Ingolstadt dagegen, ja, dieses stark nachlassen ist nicht dabei gewesen. Die Ingolstädter weiterhin oben in der Tabelle. Schauen wir mal, ob dieses weiterhin oben bleibt. Denn hier ist die Tabelle und wir sehen den SC Freiburg nicht unter den besten 10. Und da wollten sie zwar hin, aber naja. Der SC Freiburg, eigentlich transfertechnisch nicht viel zugeschlagen. Einfach auf die altbewährten Kräfte zurückgegriffen. Beim FC Ingolstadt dagegen, ja, Hartmann, der im letzten Spiel Man of the Match geworden ist, in die Startelf, die Top-Elf gewandert ist, darf heute von Anfang an ran, neben Cornelius und damit willkommen aus Freiburg. Freiburg in Rot gedresst in ihrem Heimdresse gegen den FCI in Auswärtsweiß. Hartmann auf Cornelius. Cornelius zurück zu Hartmann und Birki zur Stelle. Roman Birki, ja, die nur in An- und Anführung 2 oder sogar 3 des Nationaltores. Da ist man sich nicht so ganz sicher und nicht so ganz eins, ob man jetzt die Nummer 2, die Nummer 1, die Nummer 3, da variiert man ziemlich. Und der FC Schalke 04 führt gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0. Einige Top-Teams schon bereits Interesse an Roman Birki. Schauen wir mal, ob dieses Interesse weiterhin bleibt. Hartmann. Ah, nach hinten gelegt. Cornelius Hartmann und abseits. Birki zwar auch noch zur Stelle, wir gucken uns das an. Ja, es war abseits. Und von daher alles regelkonform. Medi kriegt den Ball nicht. Vanevic. Sutner. Und Lecky, der jetzt nicht mehr Stürmer ist. Darf nur noch im Mittelfeld agieren. Cornelius. Und Bayer Leverkusen führt gegen die TSG Hoffenheim mit 1:0. Sutner. Flanke kommt gut, aber kein Flankennehmer, dementsprechend souverän rausgeklärt für den SCF. Hartmann. Und Da Costa. Levain. Hartmann. Ja, Passspiel heute vielleicht die höchste Aktionsweise der Ingolstädter. Wer weiß, kein Foul. Ja, wollen sie einfach mal glatt hier ganz, ganz frech angreifen. Levain. Und Vanevic. Auf Hartmann. Der auf Cornelius. Der hat es aber schon gesehen. Hat genickt. Okay, ohne irgendwelche Eingriffe, klar. Wenn der Stürmer auch sagt, so von wegen, ja, ist abseits, alles gut. Dann wird er wahrscheinlich auch jetzt nicht große Probleme haben. Das fühlt sich ja dann eher an wie ein Rückpass. Groß. Ah, gefährlicher Pass, Cornelius. Cornelius, einfach mal draufgeschossen. FC Schalke 04 führt 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Und jetzt mal die Freiburger. Jetzt können sie mal anfangen, hier anzugreifen. Memedi. So. Da gab es einfach keinen Wumms dahinter. Das war jetzt zu leicht, würde ich sagen. Franz.
Und Borussia Mönchengladbach führt gegen die Hertha mit 1:0. Darida. Guter Pass. Franz. Kein Foul. Schiedsrichter lässt das hier gewähren. Cornelius. Der SC Freiburg ja in der letzten Saison, wie schon erwähnt, so gut wie abgestiegen. Am letzten Spieltag hat er dann doch noch gerettet. Viele hatten es den Freiburgern gegönnt, dass sie absteigen. Aber der SV Werder Bremen hat seinen Abschluss getroffen. Und der Treffer trifft. Jawohl, Cornelius, 6. Saisontreffer. Und der Treffer zählt selbstverständlich. Durch die Beine, durch Birki. Ja, das hat er erwartet, dass das Ding jetzt abgefälscht wird. Aber den hat er schön getunnelt. Und Birki ohne Chance. Ingolstadt führt 1:0. Durch den dänischen Nationalspieler, durch Cornelius. Und das ist hier der Halbzeitpfiff. Also, der FC führt hier verdientermaßen mit 1:0. Ja, Freiburg hat bislang überhaupt nichts vorne hingekriegt. Da hat der Nieland im Tor der Ingolstädter bislang nichts zu tun gehabt. Die Highlights bislang, ja. Birki mit einem nach der anderen Parade. Selbstverständlich hat er heute einen guten Tag, aber gegen das Tor kann er kaum was. Jo, würde ich mal sagen, lassen wir so. Die zweiten 45 Minuten gehen los, beide Teams unverändert, zumindest aufstellungstechnisch. Und gucken wir mal, ob sich das mental jetzt geändert hat. Darida. Und Groß. Ah, viel zu weit. Der Ball gegangen. Jetzt aber den schönen langen Ball auf Memedi. Aber da Costa dazwischen. Der klärt erstmal ins Aus. Freiburg mit dem Einwurf. 50. Minute. Klaus. Ah, Flanke kommt gut. Wird aber zurückgepfiffen. Warum auch immer. Ich habe jetzt den Schiedsrichter nicht verstanden. Es war kein Abseits, es war kein irgendwas. Also hätte auch hier weiterlaufen lassen können. Aber der Schiedsrichter entscheidet auf Foul. Da Costa. Weite Flanke und ja, hat man nicht mit dem richtigen Druck hinterm Ball. Wechsel. Franz raus. Schuss da rein. Mal schauen, ob der Neue jetzt ein bisschen agiler im Mittelfeld ist. Ja, das war jetzt Fehler von Lavain. Schmied. Auf Memedi. Schmied. Immer noch Schmied. Der trippelt sich hier da richtig gekonnt durch. Lavain. Und Cornelius. Vanevic. Und Lecky. Lecky mit der Flanke. Und ja, dann geht der Ball deutlich zu weit. Wir wechseln. Hartmann lassen wir erstmal noch drin. Ich glaube, Groß ist ein bisschen angeschlagener. Morales rein. Und ein Wechsel bei den Ingolstädtern. Groß raus, Morales rein. Soll wahrscheinlich so ein bisschen Stabilität in die Abwehr bringen. Darida. Und Memedi. Ja, Zweikampf war gut. Und damit kriegt er die Kugel. Ah, langer Pass. Kommt aber auf Birki. Schalke führt 4:0 gegen Frankfurt. Ich sag mal, da ist die Sache gegessen. Hier hingegen noch nicht. Also die Freiburger, sie bemühen sich zumindest in der zweiten Halbzeit deutlich mehr. Foul geht weiter. Schiedsrichter lässt hier gewähren. Der lässt hier wieder sehr viel gewähren. Also der ist dafür bekannt, dass er sich sehr viel gewähren lässt. Lecky.
Und Suttner mit einer gefährlichen Flanke. Aber der Ball unpräzise. Geköpft von Cornelius. So, und jetzt wechseln wir nämlich Hartmann raus. Lecky auf die linke Seite. Und Kofler rein. Kofler, unser Ersatzlinker, linker Mittelfeldspieler. Normalerweise spielt er da nicht, aber bei uns schon. Wechsel. Philipp rein. Jetzt im Sturm. Und auf der anderen Seite wird auch gewechselt. Hartmann, der im letzten Spiel noch souverän gespielt hat, wird jetzt nun ausgewechselt. Dafür, dass der Jugendspieler Kofler wieder von der Partie. Schmied. Dribbelt gekonnt Morales aus. Aber der lässt sich hier das nicht bieten. Absolut nicht. Jetzt die Möglichkeit für Freiburg. Von Philipp. Direkt mal gleichen Punkt setzen. Sagen, hier, da bin ich. Freiburgs größte Chance in dieser Partie. Nach 80 Spielminuten darf es auch mal so weit sein. Philipp. Oh, Fehler. Katastrophaler Fehler oder auch nicht. Nein, es ist kein katastrophaler Fehler. Günther. In die Mitte, Klaus. Und Bayer Leverkusen macht auch den Sack zu, würde ich mal sagen. 85. Minute, Leverkusen führt 3-0. Also das ist auch ohne Gefahr. Aber das hier ist Abseits. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Abseits war. Ganz enge Sache. Ganz, ganz enge Sache. Glaube, ich hätte auf nicht Abseits entschieden. Letzter Wechsel für die Freiburger. Klaus jetzt auch raus. So, und wir wechseln nämlich jetzt auch nochmal, deswegen habe ich den Ball so weit weggeschlagen. Einerseits zum neuen Spielaufbau und andererseits auch dafür. Wir wechseln nämlich aus, wir wechseln jetzt nämlich Salah rein. Den haben wir auch lange nicht mehr spielen lassen. Für Vanevic. Sonst glaube ich, würde ich mal so sagen, ja okay, wir führen nur 1-0, ganz ehrlich, schied egal. 3 Punkte sind 3 Punkte. Und Einwurf, ja, vom Torwart hin. Wechsel, jetzt will man Zeit holen, jetzt will man Zeit holen. Vanevic verletzt den Platz. Salah rein, ja, ganz ruhig und geschmeidig. Bloß hier die Zeit runterlaufen lassen. Noch eine Minute ist es. Plus Nachspielzeit. Die Nachspielzeit beträgt 2 Minuten. Die vielleicht letzte Chance für die Freiburger. Hier die doch die Punkte noch mitzunehmen. Cornelius im Abseits. Ja, der Daumen hoch. Ja, war Abseits. Zwar oben fast aufgehoben, aber eben nur fast. So, letzte Chance, dass die Freiburger hier doch noch den Big Point machen. Aber so sicherlich nicht. So, und den donnern sie einfach weg. Und das war's. Ende Gelände. Heute gewinnt der FC Ingolstadt mit 1-0 durch den Treffer von Cornelius, den Bürki nicht sehen konnte. Das war's hier aus Freiburg. Ja, dann würde ich mal sagen, im Endeffekt ein anderer Torschütze als letztes Mal, aber das macht auch nichts. Ne? Wenn du einen Abschluss 1-0 gewinnst, dann gewinnst du 1-0, ist okay, 3 Punkte sind im Sack. Und ist auch interessant, dass das auch als Kommentar abgegeben worden ist, vielleicht doch Meisterschaft anschielen, da kann ich sagen, nein. Das ist, auch wenn das momentan super läuft, heißt das noch gar nichts. Das kann richtig böse ins Auge gehen. Wir sind Tabellenführer. Ja. Wir sind auf Platz 1. Ich fasse es nicht. Wir sind auf Platz 1 und ja, wir haben 17 Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsrang. Wie gesagt,
wir können beim nach dem 17. Spieltag vielleicht unsere Prognose in eine andere Richtung bringen. Aber ich will nur sagen, mit Newcastle haben wir ja auch eigentlich gedacht, oh, eine Meisterschaft könnte möglich sein. Man könnte um die Meisterschaft, man könnte ja urplötzlich um die Meisterschaft spielen. Und später sind wir dann doch nur Sechster geworden. Also von daher, das dürfen wir hier wirklich nicht. Ja, selbstverständlich. Günther Schmidt möchte ausgeliehen werden. Ja, das können wir gerne machen. Weil ich denke mal, dass das, glaube ich, auch eine okay, genau, er möchte da nicht so oft spielt, möchte ausgeliehen werden, was ich auch ehrlich gesagt schon fast favorisiere. Wir lassen ihn halt nicht so spielen, weil wir haben eben vorne gut genug Spieler und da brauchen wir jetzt nicht irgendwie was überlegen. So, dann machen wir mal für ihn dann eine Leihe fertig. Jawohl, das ist hier. Setzen wir ihn auf Kurzleihe. Dann wird sein Wunsch einerseits erfüllt und andererseits, im Endeffekt, wir setzen ihn halt einfach nicht ein. Das ist der Punkt. Wenn wir B11 einsetzen, haben wir ja auch Günther eigentlich theoretisch auch eingesetzt. Aber oh. Ja, dann müssen wir Pressekonferenz vorher machen. Wir spielen gegen den FC Bayern München. Wir spielen gegen den FC Bayern München. Ja, das ist jetzt nicht gerade irgendein Verein. Und wir sind Tabellenführer. Und come on, ganz ehrlich, wir sagen einfach wirklich, wie es ist. Wir verunsichern die Münchner, weil schließlich sind wir Erster und nicht die. Und das muss man erstmal hinkriegen, ne? Obwohl, wie gesagt, also das Ziel ist nicht Platz 1, ist es einfach nicht. Und jo, wir können den Bayern die Lederhosen ausziehen. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Zumindest, wenn die Münchner nämlich gegen uns gewinnen, überholen sie uns. Und ja, das wollen wir vermeiden. Unentschieden, denke ich mal, ist ein ordentliches Ziel. Danach spielen wir gegen den FC Schalke 04. Dazwischen spielen wir gegen Düsseldorf. Könnte natürlich auf einiges drauf hinwirken. Wir werden gegen Düsseldorf mit B11 spielen. Nicht, weil die Düsseldorfer zu unterschätzen sind. Nein, nein, die haben ja letzte Saison mit uns um Aufstieg gespielt. Ich möchte aber auch gerne mal gucken, auf welchem Platz die Düsseldorfer Stand jetzt sind. Aktuell ist der SV Werder Bremen wieder auf dem Aufstiegsplatz, aber das wäre auch eigentlich nicht anders zu erwarten. Vierter, die sind auf Platz 4 und da gucken wir einfach mal, wie das dann in dieser Saison laufen wird. Gut, dann freuen wir uns alle drauf. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir spielen nämlich morgen gegen den FC Bayern München. Und ja, der FC Bayern München, das wird ein schwieriges Ding. Also, bis morgen. Ciao.